Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Food Flash. Wir testen heute wieder mal eine Neueröffnung für euch, und zwar ein japanisches Restaurant, welches erst Ende Januar aufgemacht hat. Und wir sind hier direkt in der Innenstadt, also in der Nähe vom Rathaus. Das ist, wie heißt die Straße? Dornbusch. Dornbusch. Und hinter uns befindet sich Kayu. Das ist halt ein japanisches Restaurant, welches wir testen werden und sagen euch dann, ob der Laden was kann oder nicht. Wir sind auf jeden Fall sehr aufgeregt, denn ich war jetzt noch nicht so oft japanisch essen. Ich kenne Ramen, ich kenne Sushi, ich kenne... Was denn? Da war ich auch nicht. Was denn? Ja, nun lass uns überraschen. Ey, scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach rein und checken die Lage ab. Also, viel Spaß mit diesem Video. So, Freunde, wir sitzen jetzt in Kayu. Kayu bedeutet auf Japanisch Ozean, ja? Und wir haben ja auch schon die Speisekarte vorliegen. Und mir wurde gesagt, ist alles selbst gemacht. Guck mal, wie schön. Also so eine schöne Speisekarte habe ich noch nirgends gesehen. Wahnsinn. Also wirklich viel Liebe zum Detail. Und jetzt schauen wir einfach mal rein, was das Kayu, also sprich das japanische Restaurant, so anbietet. Also, mal schauen, was haben wir denn hier? Ach, die haben sogar, das ist ja Wahnsinn, die haben sogar ein Glossar. Das heißt, die haben eine Definition, was ist Yuzu, was ist Ponzu. Ponzu ist eine Sojasauce mit Limettensaft. Shiso, Minz-Basilikum-artige Krautpflanze. Ey, Wahnsinn, das ist, da kann man ja auch noch dazu lernen. Also, du lernst hier sogar noch was, das ist der Hammer. Und... die haben auch von montags bis freitags, haben die von 12 bis 16 Uhr sogar Mittagstisch. Da bieten die unter anderem auch, oh, Tonkatsu, japanisches Schweineschnitzel. Würde natürlich auch zur Schnitzeljagd passen, oder Klaus? Ja. Würde eigentlich passen. Also auf jeden Fall sehr geschmackvoll. Und ich glaube, wir lassen uns erstmal beraten, was wir nehmen. Ne? Und dann können wir uns ja irgendwie so 3 Sachen oder 4 Sachen mal bestellen und dann können wir mal von jedem ein bisschen probieren, oder, Klaus? Ja. So, Freunde, wir haben uns jetzt nochmal intensiv beraten lassen und die haben wirklich nur High-Quality-Sachen. Und es ist natürlich auch vom Preis her ein bisschen höher, muss ich auch dazu sagen. Ne? Und wir haben uns jetzt für 3 Sachen entschieden. Wir probieren erstmal so eine kleine Sashimi-Platte. Dann nehmen wir auch traditionell einen Tonkatsu, das ist das... sogenannte Schweineschnitzel, japanischer Schweineschnitzel, passt ja im Prinzip dann auch zur Schnitzeljagd, kann auch vielleicht mit in die Bewertung einfließen, wir müssen mal gucken. Und Klaus, du hast so ein spezielles Rinderfilet mit einer ganz besonderen orangen-japanischen Soße, keine Ahnung, irgendwas bestellt. Wir haben keine Ahnung, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen und dann zählt ja der Geschmack eigentlich nur. Also ich war ja schon in vielen Restaurants, aber dieses Restaurant haut mich wirklich komplett um. Vom Design her. Das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Hier war ja früher Kölns Austernkeller. Und die haben halt im Prinzip alles so belassen. Die haben halt noch ein paar Malereien angebracht, ein paar Bilder angebracht und andere Tische und so weiter. Aber es ist so schön. Das sind immer unterschiedliche Räume, ne? Und ja, was soll ich sagen? Ich bin echt geflasht. Ich bin richtig nicht gefoodflasht, ich bin einfach... ich bin geflasht. Oder was sagst du, Klaus? Ja, ich bin total überrascht über wirklich. So was hast du nirgendwo gesehen. Nee, vor allem, das ist wirklich was... das ist auch so ein bisschen Erlebnis. Du siehst immer was. Du siehst da ein Bild, du siehst da... das ist, wurde... das haben die selbst gemacht. Das Bild hier zum Beispiel, das ist der Hammer. Von daher, ey, ich gehe davon aus, dass das geil schmecken wird, definitiv. Oha, schaut euch mal jetzt hier die Sashimi-Platte an. Was ist denn jetzt genau was? Das ist frische Jakobsmuscheln. Das da, ja. Mhm. Das ist Bluefin Tuna Toro, Bauch- und Blauflossen-Thunfisch mit Ossetra Kaviar. Mhm.
ist der Mandai Kingfish. Ja, ganz durchsichtig. Ein Fischfleisch mit Ikuha. Wahnsinn. Das ist Gelb-Schwarz-Makrele. Mhm. Kamachi. Das ist ein Nigiri vom Blauthunfisch. Mhm. Blauflossenthunfisch, genau. Und das ist schottischer Lachs. Wow. Und das? Ingwer. Das ist Ingwer. Ingwer. Und Wasabi. Wahnsinn. Das ist auch schmecken. Ne, ist auch so wunderschön angerichtet, ja, wirklich. Ja. Sojasauce haben wir auch selbst gemacht. Ja? Wir machen selber. Genau, das ist schon so nach eigenem Rezept. Wow. Das müsst ihr probieren. Machen wir auf jeden Fall. Danke, 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 danke. Ich nehme erstmal hier Jakobsmuschel, nicht? Jakobsmuschel, ja. Oh, siehst du, das ist, wenn man es so gut. Ich kann das nicht andrehen. Das kannst du. Nee. Ey, warte, ich nehme zwei. Ich mach das. Mach keinen Scheiß jetzt. Ja, ich kann das nicht. So, jetzt will man mal probieren. Ich bin zwar kein Fachmann, aber ich nehme an, dass man hier so ein bisschen Sojasauce reinmacht. Ja, ja, klar. Da drin tun, ne? Genau, das so. Ist ja die selbstgemachte Sojasauce, hat sie ja auch gesagt. Ja. Dann nehme ich das. Makrele war das, ne? Ja. Ich mache das einfach mal so, André. Du kannst einfach nicht mit Stäbchen essen. Ja, kann ich. Aber lecker. Ja? Wirklich. Man merkt, dass der Fisch frisch ist. Wirklich ganz frisch. Der Fischgeschmack ist einmalig, wirklich wunderbar. Und aber jetzt da auch hier die Jakobsmuschel, das Fleisch war im Geschmack einmalig, wirklich. So, ich werde den Thunfisch Toro mal probieren. Boah, der sieht schon sehr gut, aber ich muss ja schon wieder zwei Stäbchen, zwei nehmen. Ich kann nicht mit Stäbchen essen, tut mir leid. Oh Gott, tue ich da ein bisschen Soja dran? Nee, nicht so viel, nicht so viel, würde ich nicht machen. Ich würde so pur essen. Oh Gott. Aber kein intensiver Fischgeschmack ist das gar nicht. Ne? Aber. Und zerschmilzt der wirklich so auf der Zunge? Der zerschmilzt auf der Zunge. So, Freunde, ich bin mega aufgeregt und jetzt werde ich erstmal ein bisschen Sojasauce hier ins kleine Schälchen hier reinkippen. Und was mich ja besonders interessiert, ist hier dieser Thunfisch-Toro. Oha. Bisschen davon. Das ist wie Butter. Ja. Das ist. Du hast diesen leichten Thunfischgeschmack, aber nicht so intensiv wie der normale Thunfisch. Ihr kennt ja das, wenn ihr zum Beispiel Lachs auf der Haut brät und ihr esst dann diese knusprige Haut. So schmeckt das, nur halt thunfischiger. Das ist absolut genial. Also, das flasht mich extrem. Der Mund ist ganz fettig jetzt im Moment. Jetzt probiere ich mal hier so eine Jakobsmuschel, die auch sehr, sehr frisch aussieht. Die tunke ich jetzt hier auch mal rein in die hausgemachte Sojasauce. Du merkst eindeutig, es handelt sich hierbei um einen richtig frischen Fisch. Ne? Ja. Also das ist nicht irgendwie so eine so B-Ware oder so, das ist wirklich A-Ware. Das ist genial. Ich versuche mal jetzt trotzdem mal ein bisschen zu neutralisieren, indem ich ein bisschen Ingwer nehme. Weil die Japaner benutzen ja Ingwer, um zu neutralisieren. Schöner eingelegter Ingwer, kann man auch nicht viel dazu sagen, also schmeckt gut. Und das ist hier diese Makrele, war das, ne? Ja.
Guck mal hier. Sieht das nicht schön aus? Du schmeckst gar nicht diesen Fischgeschmack. Du merkst einfach nur diese Frische. Es schmeckt nach Meer. Lecker. Absolut genial. Boah. Ich glaube, wir sollten jetzt auch mal hier das Warme mal ausprobieren, ne? Hier, das ist hier das japanische Schnitzel. Darauf freue ich mich halt total. Soll ich es erstmal so pur probieren? Ja, probier mal. So schaut's aus. Der Unterschied zwischen einem normalen deutschen Schweineschnitzel und einem japanischen Schweineschnitzel besteht darin, dass die halt Panko benutzen. Das ist halt so japanisches Paniermehl, welches super soft ist. Also das heißt, wenn du das im Mund hast, dann ja, zerbricht das sofort. Ne? Das ist so, könnt ihr die Struktur sehen? Schaut mal. Ja. Wunderbar. Ja, und schaut mal, wie saftig hier, guck mal. Wahnsinn. Puh. Ein super saftiges Schnitzel. Saftig, zart. Kannst du praktisch ohne Zähne essen. Und sehr geschmacklich, toll. Also fantastisch. Aber hier haben wir auch noch, das ist sehr wahrscheinlich scharfer Senf. Wir waren ja einmal japanisch essen in Braunschweig, du erinnerst dich? Da hast du ja auch schon mal so einen Tonkatsu bestellt. Und dieser Senf ist, glaube ich, ein ganz scharfer Senf. Nee. Der ist gar nicht scharf. Also wirklich mit Liebe gemacht. So, jetzt will ich das Rinderfilet probieren. Schaut euch das mal an hier. Also schon mal die Anrichtungsweise sind fantastisch. Aber ich kann ja nicht so essen wie die meisten Leute. Ich kann das einfach nicht. Also das Rindfleischfilet schön rosa gebraten. Schön zart, also zartes Fleisch. Aber schmeckt etwas süßig. Das kommt wohl von dieser Soße hier. Das ist wie so eine Sojasauce, nehme ich an. So einen leichten süßlichen Geschmack. Der Ponzo aber, ist das, glaube ich. Ja, ja. Ponzo mit Orange. Ne? Ja, ja, mit Orange, stimmt. Das kam mir nämlich auch so vor. Aber der Geschmack ist wirklich super. Und das Fleisch super zart. Seht euch an, wie schön das gebraten ist. Ups. Das ist wunderbar. Deine Stäbchen-Skills müssen sich aber noch ein bisschen bessern, ne? Was machst du da für Sachen, ey? Ja, ich kann nicht so mit Stäbchen essen. Ich kann das nicht so wie ihr. Aber der Geschmack ist wirklich super. So, Leute. Wir haben die Feinspeisen von... Wie heißen die mal? Kayo. Okay. So, Freunde. Wir haben jetzt die Feinspeisen vom Kayo-Restaurant gegessen. Und ich muss sagen, es war einfach eine geschmackliche Wucht. Einfach, du hast einfach die Qualität, die hochwertigen Zutaten geschmeckt, ne? Schmecken können. Es war ein Erlebnis, wie Klaus immer so schön sagt. Ja. Ne? Und mein absolutes Highlight war dieser Thunfisch Toro. Dieser mit Fett marmorierter Thunfisch, der einfach auf der Zunge zerschmolzen ist. Es war einfach ein absolutes Erlebnis und ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Probiert es aus. Probiert es aus. Seid mal ein bisschen offen, Digga. Ne? Ein bisschen offen, ne? Ja, und, ihr werdet überrascht sein, wirklich. Definitiv. Das Rinderfilet von Klaus war auch wirklich bombastisch mit dieser leckeren Orangensoße, Ponzo-Soße, die leicht herb geschmeckt hat. Fantastisch. Und mein Tonkatsu, also sprich das japanische Schnitzel, ne, ja, das war bekommt, toll. Also ganz ehrlich, dieses japanische Schnitzel bekommt von mir eine 9,6. Ne? Ja.
Ihr könnt natürlich mal in die Kommentare schreiben, soll dieses Tonkatsu-Sandwich auch mit ins Ranking? Es ist ja auch ein Schnitzel, ne? Halt ein japanisches Schnitzel. Von daher ist es eigentlich nur fair, wenn das mit in die Bewertung kommt, oder Leute? Ja. Ne? Also sagenhaft. Ne? Und checkt wie gesagt hier den Laden ab, der ist wirklich fantastisch. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch einen schönen Einblick von diesem schönen ästhetischen Restaurant vermitteln konnten. Ja, wenn ja, schreibt das mal in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Oder, Klaus? Ja, auf jeden Fall. Vergesst es nicht. Yes. Also, peace. Peace.